Hallo liebe Mozis, ganz eine kurze Durchsage, bevor es losgeht mit der Folge. Mein aktuelles Solo Zero ist immer noch auf Tour. Wir haben noch ganz viele Termine vor uns. Die meisten sind schon auf der Webseite kommuniziert. Und mein letztes Solo, Standoff, ist gratis und in voller Länge auf YouTube zu sehen. Für beide Sachen könnt ihr auf meine Webseite www.joelvonmutzenbecher.ch. Und jetzt viel Spaß mit der Folge. Hallo. Bist du so einer, der sich dann selber anschaut die ganze Zeit? Nein, eigentlich nicht. Nur am Anfang und am Schluss. Wer ist das gesehen? Irgendjemand haben wir gehabt, der die ganze Zeit sich angeschaut hat. Wirklich? Ah, ich weiß, wer du war. Ja, eitel bin ich schon, aber nicht so. Nein. Bist du eitler geworden mit dem Alter oder weniger? Weniger. Ja? Ja. Als Junge habe ich immer müssen mich anschauen und Frisur. Nein, schon. Jetzt mittlerweile sage ich einfach, ich sehe einfach alt aus. Was ja nicht mal stimmt. Hey, ja. Die Haut. Ich habe eine sehr feine Haut. Wenig gefällt, aber sonst sehe schon alt aus. Vor allem fühle ich mich alt. Wieso? Hey, ich fühle mich einfach alt. Weißt du, es gibt Leute, die sagen so, Alter ist nur eine Zahl. Yeah. Alter ist eine Zahl, die dir sagt, wie alt das du bist. Sagt er genau. Wir abweichen vielleicht 1-2 Jahre oder so. Aber nein, also ich mag nicht. Ich hab nicht mehr die Spritzigkeit. Die Klassiker, alles knackst bei mir, ich habe Knieschmerzen, Rücken, ich bin verspannt. Mental würde ich sagen nicht, aber körperlich merke ich es schon. Ich habe ein Video gesehen, weißt, wo einer so Strassenumfragen macht, dann geht es zu einem etwa 70-Jährigen. Und der, der fragt, ist sehr jung und sagt so, können Sie mir erklären, wie es ist, 70 zu sein? Und danach sagt er irgendwie, Wenn ich aufwache, ich fühle mich wie irgendwie 25 oder so. Und wenn ich dann aufstand und in den Spiegel schaue, dann merke ich, dass ich es nicht bin. Weil oft irgendwie der Körper macht es nicht mit und man sieht auch nicht so aus und all das Zeugs. Aber ich habe schon das Gefühl gehabt, wenn ich jetzt zum Beispiel. Wie alt bist du? Du bist jetzt älter? 47. 47, also. Siehst du, aber das geht mir dir schon mal nicht. Nein, eben, ich sage, ich hab wirklich, meine Mutter hat mega gute Haut gehabt, das habe ich von ihr geerbt. Ich habe wirklich, no joke, ich habe fast keine Falten, das ist so geil. Aber eben, die grauen Haare und ja. Ja, aber das ist ja gut. Also, das ist gut, das ist okay. Ja, das ist cool. Völlig in Ordnung. Aber ich merke schon, weißt du, eben jetzt bin ich irgendwie 35 und das ist so, als ich Kind war, sind für mich 35-Jährige sind für mich uralt gewesen. Und dann denkst du so, shit, jetzt bin ich in diesem Alter. Wir machen Videos und ich komme dann mit jüngeren Leuten zusammen und wenn ich ihnen sage, wie alt ich bin, ey, die Blick solltest du sehen. Also für sie bin ich wirklich... Ich bin wirklich ein Rentner. Ohne Scheiß. Und man sagt ja immer, das heutige 40 ist irgendwie das 50 vor. Aber nein. Im Gegenteil. Also für die Jungen bist du schon ab 30 alt oder ab 40 bist du schon alt. Ich find's krass, wenn du jemanden kennenlernst, der dann irgendwie sagt, ich habe Jahrgang 2003. Ja. Und dann denkst du so, warte mal schnell. Shit. Weil für mich ist natürlich so, beim Aufwachsen ist für mich schon jemand mit Jahrgang 90, ist mega jung gewesen. Ist 2 Jahre jünger wie ich, weißt du, aber denkst du so, 90, boah, das ist denn jung. Ja. Also, nein, ist jetzt auch 33. Absolut. Auf jeden Fall, was du in dem Video gesehen hast, ich merke es schon beim Aufstehen. Also nicht, ich muss nicht einmal zum Spiegel führen laufen. Ich merke es schon beim Aufstehen. Weißt du, wenn du so vor dem Bett hockst, 1 Minute, 2, als ob du einen Kater hättest und denkst, oh. Und bewegst dich so und weißt du, was du einmal am Morgen machst, machst du immer alles ein bisschen länger, so als denen und so und dann stehst du auf und merkst so, wieso tut man das Wettli da ein bisschen ziehen und was, gestern habe ich ja gar nicht, oder wenn du am Tag vorher irgendwie etwas gelupft hast, merkst du, also ich merke recht viel so, körperlich vor allem. Ich bei mir fängt das so ein bisschen an, ich merke so kleine Sachen, weißt du, irgendwie zum Beispiel
wenn ich lang auf der einen Seite liege, merke ich, wie irgendwie Sachen mehr einschlafen. Weißt? Ich habe es mit dem Aaron Herz davor gehabt und dachte, ja, das ist einfach so. Weißt, weil ich habe schon Angst gehabt, dass ich irgendwie, keine Ahnung, der Krankheit. Früher ist der ein bisschen das Bein geschlafen. Yeah. Bei mir schläft jetzt die halbe Körperhälfte, Arm, Finger. Bei mir kribbelt es überall. Wenn du irgendwie eine Pose machst oder eben auch Verkrampfung, also wirklich, ja. Ist das Alter. Hey, aber eben, ich find, für das siehst du gut aus und ich hoffe, du fühlst dich, abgesehen vom Alter, hast du gesagt, mental fühlst du dich ja gut. Hey, wirklich, also ich fühle mich mental topfit, also ich habe Lust zum Sachen machen, ich bin, also an der mentalen Stärke soll es nicht liegen. Aber yeah. Körperlich merke ich einfach, dass ich nicht mehr mitmache. Ich meine, schon nur irgendwie Alkohol, beim Alkohol merke ich es extrem, wenn irgendwie zwei, drei Rotwein. Früher hätte ich können locker, vielleicht nicht ein paar Flaschen, aber locker ein bisschen trinken. Yeah. Jetzt zwei, drei Weingläser, Rotwein, ich weiß nicht, es gibt glaube ich so eine Substanz. Da bin ich am nächsten Morgen kaputt, tot, schlafe schlecht. Ne? Früher hatte ich ja Theorie gehabt, dass der Kater mit dem Alter, der wird nicht schlimmer. Man hat einfach mehr Lebenserfahrung und einfach nicht mehr so Bock auf die Karte. Also weißt du, irgendwie so mit 20 ist es ja egal, wenn du eine Mega-Karte hast, dann liegst du irgendwie den ganzen Tag am See oder am Rhein oder was weiß ich. Und jetzt ist es einfach so, ich habe keine Zeit für das, ich habe keinen Bock auf das. Aber was ich auch merke, ist, dass einfach der Alkohol nicht mehr so, zum Glück muss ich sagen, einem so, nicht mehr so gut bekommt. Weißt du, früher ja, hast du das Gefühl, das ist ein Abwehrmechanismus. Genau. Das ist der. Da ist die Natur schon intelligent genug, um zu sagen, hey, du kannst das nicht bis ins... Wobei ich finde, eigentlich sollte es umgekehrt sein. Eigentlich sollte in deinem jungen Alter keine Extremsportarten, nothing crazy, sondern einfach leben und ab 80 alle Drogen konsumieren, Bungee-Jumping, einfach alles... Weil dort hast du eh nichts mehr zu verlieren. Yeah. Das ist einfach Vollgas. Gut, es gibt ja so die Leute, ich sage jetzt mal noch ein bisschen älter als du, weißt, die einfach ein ganzes Leben lang haben sie einfach nur geschafft, viel geschlafen, viel Sport gemacht und so. Und dann hat irgendwie so, keine Ahnung, mit so Mitte 50, 60 fallen sie komplett vom Zug, aber komplett. Dann ist wirklich, dann wird alles ausprobiert, alles gemacht und Scheiß drauf. Ja, das finde ich eine gute Einstellung, weil dort, ich meine, also ich finde, wenn du im Altersheim bist, LSD konsumieren, das gehört, also das würd sich super. Aber, wirklich, das Problem ist ja nicht, ob du es nimmst, sondern das Problem ist ja dann deine Umgebung. Ja. Also ich weiß nicht, ob du im Altersheim auf LSD willst. Also ich würde sagen, wenn es der mental eben, weil irgendwann einmal hat er eben das Mentale an, ich merke es selber, obwohl ich das Gefühl habe, ich sei fit, also mein Hirn funktioniert auch schon nicht mehr, wie es einmal funktioniert hat. Und wenn du dann in dem Alter bist, ja, also ich würde sagen, wenn schon, dann mache ich es dort. Also alles, was ich noch nicht konsumiert habe, sollte ich dort vielleicht noch ausleben. Okay, also das ist einfach das körperliche Downside, aber du hast gesagt, du bist weniger eitel. Ja, viel weniger. Viel weniger. Ich habe, ich glaube, jeder von uns hat das einmal durchgemacht. In deinen jungen Jahren meinst du wirklich, du bist cool. Du meinst wirklich, du bist ein cooler Sieg. Du kommst ein bisschen Anerkennung über und du hast wirklich das Gefühl, yeah. Also ich habe mich schon immer gerne gestylt und geschaut und so. Aber mittlerweile, ich weiss ganz genau, ich bin nicht mehr cool. Also sicher nicht mehr cool. Und ich sehe auch nicht mehr so, also ich habe nicht keinen Grund mehr zum eitel sein, weil es ist alles so ein bisschen... Du schaust dich am Morgen auch nicht mehr so lange im Spiegel. Du hast auch gar keine Zeit für das. Aber du bist ja nicht so dad-mässig auseinandergefallen. Es gibt ja so die Dudes, die irgendwie so in der Schule sind sie mega gut aussehend gesehen. Und danach hat irgendwie ab dem Moment, wo sie Vater werden sie 20 Kilo dicker. Ja, bin ich vielleicht nicht gerade 20, aber... kannst du schon ein bisschen zu. Und gerne auch mit den Kleidern auf. Weißt du, dann sind sie einfach nur noch so
Logo, Bier-Logo-Shirts und so ein schräges Baseball-Käppli, wo aber, weißt du, Dings flach bleibt. Nein. Wobei, ich weiß nicht, was schlimmer ist. Die, die noch unbedingt noch cool sein wollen, und du siehst sie so in der Kita, voll jung, stylisch, mit 45 ihre Kids abholen, wo du denkst, sorry, nein, wirklich nicht. Du musst jetzt nicht mehr mit den coolen Schuhen kommen und mit den Skinny Jeans. Oder, das sieht einfach auch nicht mehr. Also weißt du, ich glaube, in jedem Alter braucht es auch einen Ab. Es ist wie alles im Leben. Deine Geschmack verändert sich, auch du selber wirst eben ein bisschen gelassener oder was auch immer, ein bisschen auch vielleicht ein bisschen bürgerlicher, ein bisschen auch bünzliger und vielleicht passt, also ich finde nicht, dass alles sich anpassen sollte. Ich finde, jeder sollte das machen, was, aber Style ist, finde ich, wenn du immer noch das Gefühl hast, du bist 20-jährig und musst jeden Trend noch mitmachen. Also mit 45 da die Edgar-Schnitt und der ganze Shit. Nein, da lege ich es ein. Wenn du mit 45 und mit Edgar kommst. Nein. Das sieht ja schon bei jungen Scheiße. Das sieht einfach, genau. Das ist für mich der Halloween-Dress per se zum Leuten verschrecken. Ich habe das Gefühl, Edgar ist so ein bisschen die neue Punk-Bewegung. Ja, genau. Aber ohne Message. Definitiv ohne Message. Ohne Message. Das ist ja der bekannteste. Das ist der, der die ganze Zeit zu dem TikToker. Das hast du sogar beim Klaas gesehen, der TikToker. Ja, genau. Habe ich gesehen. Nein, aber wegen Frieden meint man, man ist cool. Ich habe 3 oder 4 Jahre habe ich nur Fotos von mir, wo ich so ein bisschen Duckface, weißt, und so die Augen ein bisschen zumache. Ja. Auf jedem James Foto. James Dean. Ach Gott, gut, weißt du noch ein bisschen so den James Dean-Look? Eine Zeit lang habe ich wirklich das Gefühl gehabt, ich bin die Reinkarnation von ihm. Ganz schlimm. Ich habe sogar mal das Foto gemacht mit dem Pulli. Kennst du das? Mit dem roten, oder nein? Wo er so eine Rollkragenpulli, ja, sich genau in die Mitte vom Gesicht ziehen. Das habe ich 1 zu 1 nachgestellt. Und dann habe ich die Haare so frisiert und so, ach Gott. Und gefunden, wenn ich mit 27 stirb, dann ist es perfekt gesehen. Live fast, die young. Aber ja, gehen alle durch. Ja, look, bei mir war es eben auch noch so, also ich, Duckface, habe ich auf dem Fahrausweis. Ein Fötterli. Mit 18. Eben. Weißt du, so lange Haare. Und so ein Augenbrauen. Ich meine, stell dir vor, wenn du mal die Bullen dich anhalten, das hat es auch schon gegeben. Und yeah, dann zeigst du das Fötterli und dann sehen sie. Ich habe eben so dünne Oberlippen. Eigentlich müsste ich mir meine Lippen spritzen. Ich habe eben, und dann habe ich immer eben so. Aber bei mir hat es richtig scheiße. Also bei mir hat es wirklich scheiße ausgesehen. Ja, ich weiß noch, eins von den ersten Mal, als ich dich gesehen auftrat, hast du vor all deinen Kollegen erzählt von früher. Ja. Das hat mir sehr bildlich, habe ich mir können vorstellen, wie so eure Gang so in den Ausgang geht. Ja, sehr viel. Also es ist nicht wirklich 1 zu 1, aber es ist wirklich so gewesen. Du hast eben so die Klassifizierungen von Typen, oder? Einer war der Schönling, der immer alle aufgerissen hat. Dann hat es den, der ein bisschen etwas dazwischen war. Dann hat es den Lustig gehabt. Dann hat es den mit den Brüllen gehabt. Dann hat es. Die gehabt. Dann hat es mich noch gehabt, genau. Ich war immer der Jünger gewesen. Ja. Und darum habe ich auch einen jungen Ausgang, weil mein Vater hat irgendwie meine Eltern gefunden, du bist mit den Eltern. Wir sind so in einer Clique aufgewachsen im Kreis 4. Und die sind alle 2, 3 Jahre älter als ich gewesen. Und dann konnte ich schon mit 13, 14. Wirklich? Eieieiei. Das war geil gewesen. Und die haben immer gemeint, ja, weißt du, bei ihnen bist du safe und so. Von Gerrit. Das ist ja viel schlimmer. Sind die kaputt gewesen? Nein, ja. Aber einer war der gute Tänzer gewesen. Einer ist. Da ist ein bisschen alle so. Was wir nicht kennen, ist der Schläger. So wirklich. Wirklich? Wir hatten einen, der ein verdammter Fetzer war, aber nicht so, weißt du, so, gibt es auch immer. Oder einen, der immer beim Sauf aggressiv wird. Ich weiß nicht, ob du in deiner Clique so einen hast, der ausfällig wird. Nein, zum Glück auch nicht. Ja. Zum Glück auch nicht.
Weil dann weiss, es gibt ja nur Probleme. Weißt du, so, hey, was schaust du so? Weißt du, gar nicht geschaut. Ja, weißt, ich habe die anderen Klick haben immer einen dabei gehabt, der genau gewusst hast, wenn etwas dann nicht läuft, so wie es sollte, dann. Aber bei uns war das nicht der Fall gewesen. Bei uns ist mehr so eben lustig. Ja. Yeah. Das ist ja das Gute. Ja. Das ist ja dann auch das, was man in guter Erinnerung behaltet, oder? Ja. Weil es passiert ja schon genug Scheiß. Auch wenn man es lustig hat. Also weil es passiert ja, ja immer. Ja, vor allem. Es geht ja trotzdem immer irgendjemand um und irgendwie. Meistens hast du das Gefühl, es stirbt jemand und dass irgendwie alles gut geht. Das langt ja dann für den Stress vom Oben. Ja, 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 eben so. Eben, ja, genau. Oder einer, der zu viel getrunken hat und dann die anderen im Halbsauf, hey, wir müssen ihn zum Kotzen bringen oder so. Stecken sie den Finger ins Ohr oder so. Oh Gott. Eben, es passiert eh schon genug. Ja. Yeah. Es muss eh nicht noch zusätzlich Stress geben. Ja. Ja. Und danach hat es irgendwie, eben, keine Ahnung, 20 Jahre später, 30 Jahre später, und dann trifft man alle diese Leute wieder. Hey, die sind im Fall, mein Freundeskreis ist immer noch sehr, also wir sind immer noch sehr eng. Ja. Also ich kann ein so Jugendliche, oder eben so, schon wirklich so seit 8, 10 kenne ich die Typen. Wir sind eben wirklich im gleichen Block aufgewachsen, mit denen mache ich immer noch ab. Und dann hast du natürlich Freundeskreis aus dem Geschäft oder im Studium. Das ist auch noch Leute, die ich immer wieder treffe. Und das ist auch so eine Clique, wo auch nach 20 Jahren immer noch sehr beständig ist. Ja. Ja. Also wir haben jetzt gerade Weihnachtsessen gehabt. Und das ist so eine Gruppe von Leuten, die du halt auch alle seit 15, 20 Jahren kennst. Und du merkst dann halt auf so Themen ändern sich. Ja. Das war wirklich, weißt du, so. Dritte Säule und das Bankkonto und. Ja. Ja, dritte. Musst du einzahlen, dritte Säule. Ende Jahr. Steueroptimierung. Ist es so? Ist ja so. Und die Person hat sich selbstständig gemacht und weißt so. Und denkst so, wow. Ja. Und dann merkst du aber schon, obwohl du das Gefühl hast, du bist noch nicht erwachsen, merkst du, ah, okay, aber irgendwie doch. Ja, aber man redet über Kinder. Hast du nicht das Gefühl, auch wenn sich Themen ändern? Also wenn ich die Leute sehe, habe ich immer noch das Gefühl, es ist wie vor 20 Jahren. Mit den Bahnen habe ich das. Die geben dir noch das Jugendliche. Ja. Yeah. Und obwohl die Themen anders sind, reden sie immer noch den gleichen Scheiss, also die gleichen dummen Sachen, die ja, sie vor 20 Jahren gesagt haben. Und du findest dich wieder, also du kannst wieder, es ist nicht eine Lebensphase, wo du jemanden triffst und neu kennenlernst, wo du völlig anders agierst und völlig, einfach eben, der Kavi Mitte 40 redet einfach völlig anders als vor 20 Jahren oder vor 30 Jahren. Mhm. Aber mit denen redest du eben noch, wie vorher geredet hast. Yeah. Weil einfach, es ist einfach so die blöden Sprüche oder einer, der immer ein bisschen anzünden und so. Oder über eben die Punkte, wo die Personen charakterisiert haben, immer vorher. Oder dann kommst du eben immer mit den alten Storys. Yeah, immer die gleichen. Immer die gleichen Storys. Zum 100. Mal. Das Geilste ist immer wirklich, wenn einer immer mit den gleichen Storys kommt, weil jemand Neues dazukommt und du bist so neben dran, oh Gott, kannst du wirklich nachplappern, weißt du? Genau. Und meistens kommt immer noch so eine Info dazu, die gar nicht stimmt, oder? Oder eine Lüge. Ja. Nein, sorry, nein, du bist ja gar nicht dabei gewesen. Ja, mit dem Zucker davon kam, mit der Zeit tun sich ja die Leute wirklich auch ganze Geschichten einbilden. Weißt du, so, ja. Wenn sie mit dir irgendwie in der Schule gesehen sind, dann sehen sie so, ja, yeah, du, weißt du noch? Wo wir auf dem Schulhof, wo wir, weißt du auch nicht, einen Penis am Boden brennt haben. Und du bist so, okay, ja. Das ist egal. Haben wir das in dem Fall? Ja, ich habe das auch schon erlebt, dass ich eine Story hatte und es jemandem erzählt hat und der andere und die Person hat es dann irgendwie vergessen, verdrängt und dann hat er die Story erzählt. Obwohl ich der Hauptdarsteller war. Und du denkst, hey, das ist verarschen. Und dann merkt er selber, ups, ich habe so einen Falschen erzählt. Das ist aber eine geile Story. Was mir mal passiert ist, so in dem Stil.
Was? Eben, dass sie dann sagen, dass es ihnen passiert ist. Ja, ja, genau, ja. Eben, genau. Wow. Okay. Ja. Ja, das ist ja der Memory Lane, the blast from the past. Ja. Das finde ich immer krass, wenn wirklich auf jemand kommt und sagt, ja, und weißt du noch das, und weißt du noch das. Und ich weiß die Hälfte wirklich nicht mehr. Ja. Und denke dann zum Teil, hey, aber es muss, ja, es muss stimmen. Ja. Ja. Ja, ja, ja. Also ich finde, es kann dich auch irgendwo daran erinnern, etwas, wenn du etwas hörst, dass es wieder dir in den Sinn kommt. Aber ich habe auch schon Gespräche gekommen. Es gibt doch so eine, ich weiß nicht, wie es genau heißt, aber es gibt so ein neurologisches Phänomen, dass aufgrund von Erzählung du dir eine Erinnerung einbildest. Das kann auch sein, ja. Und dass dann mit der Zeit eigentlich eben mehr die Erzählung. Ich meine, meine Kindheitsgeschichten sind auch mega viel von außen betrachtet. Das ist, weil ich irgendwie Bilder sehe, also Fotos oder Videos, alte. Und das ist dann eigentlich meine Erinnerung an das. Das heisst, das ist ja nicht meine interne Erinnerung, wo ich wirklich als erlebt mit daran zurückdenke, sondern es ist das, wo ich von außen sehe, was es sollte gesehen sein. Ich habe nur noch so einzelne Bilder, weißt du? Ich habe eben auch so Frames, die du irgendwie gespeichert hast. Und alles drumherum ist vielleicht, stimmt gar nicht mehr so, wie du dir noch vorgestellt hast. Genau. Aber die Frames hast du noch. Und das führt dazu, dass du dir deine Geschichte quasi so wie zusammenbaust. Ja. Yeah. Anhand von den Infos, die du noch bekommst. Und dann kannst du es dir so bildlich wie, also du tust selber wie die Geschichte. Genau. Neu verfilmen, so quasi. Genau, du machst dann wie so eine Rückblende in einem Film, oder? Ja. Und von dort ist ja dann eben nicht von den inneren Augen raus, ja. Sondern du weißt so. Vielleicht in dem Moment die Situation, irgendeine Bewegung oder irgendein, weiß auch nicht, etwas, was geschmeckt hat, yeah. Oder was auch immer, das ist dann geblieben, aber die Story drumherum hast könnte irgendetwas sein. Ja, und was auch nicht hilft, ist, wenn man Stand-up macht, weil dort tust du ja sowieso für die Geschichte tust du ja einmal das und dort irgendwie ein paar Infos andere und das macht es noch ein bisschen besser. Ja. Und ich habe das Gefühl, wenn man das genug lang macht, dann passiert das auch im eigenen Kopf mit Sachen. Also ja. man ist ja selber der wie nennt man das? Der unzuverlässigste Erzähler. Aus sich selber. Aber auch da musst du einfach immer aufpassen, dass die Story nicht anders dann wieder erzählst, weil dann jemand dann das ja. Eben wieder merken könnte. Aber das passiert mir im Fall auch. Das ist vielleicht auch ein bisschen Krankheit, wenn du coole Storys erzählen willst, eben auch, weil du es im Programm dann einbaust. Ja. Yeah. Dass du Tendenz dazu hast, nicht zum Lügen, aber zum alles noch ein bisschen, ja, natürlich. Alles noch ein bisschen spannender machen, als es eigentlich vielleicht war. Also ich habe, glaube ich, 5 Jahre von meiner Teenie-Zeit habe ich, glaube ich, keine Geschichte erzählt, die gestimmt hat. Sondern ich wollte irgendeine Geschichte erzählen, weißt du? Und einfach so, oh mein Gott, das ist passiert. Und überhaupt nicht passiert, aber einfach so, ich glaube, von dort kommt es wahrscheinlich auch, das Stand-up-Ding, oder? Das irgendwie... Ja, aber hey, ich muss dir ehrlich sagen, eben, ich werde auch älter, also... Ich will auch, dass mir Leute geile Storys erzählen. Also wenn ich mit jemandem abmache und eine halbe Stunde irgendetwas eben über das Wetter oder eben über die dritte Säule und es ist so, oh, ich hoffe, ich habe jetzt einen Hirnschlag, weil es so langweilig ist, weißt du. Also nicht, dass wir alle Content kreieren müssen, wenn man Freunde trifft. Im Gegenteil, man sollte einfach sich freuen, dass man Leute sieht. Und das ist eigentlich schon der Moment. Es braucht eigentlich nicht viel mehr. Yeah. Sondern du schaust dich an und du die Komplizität, dass wir zusammen etwas erlebt haben, das langt ja schon zum Happy sein. Genau. Aber so Gespräche, wo so langweilig sind, ich habe mega Mühe, um mich dann zu konzentrieren. Gut, ich kann so tun, als ob ich jetzt mit dir würde, aber ich lasse dir gar nicht zu. Das kann ich im Fall gar nicht mal so schlecht. Das kann ich auch recht gut. Aber ich merke, es ist nicht mal etwas, was ich will. Nein. Also weißt, lieber probiere ich dann, mittlerweile probiere ich dann das Gespräch irgendwie nebeneinander anzulenken. Ja. Und ich glaube, es ist einerseits, ob Leute gute Geschichten können erzählen. Und das ist halt wie gemein, dass man den Anspruch hat. Weißt, so ja, nein, eben, es muss ja nicht sein.
Aber du freust dich, wenn die Person kommt, die die geile Storys erzählt. Ja, aber was mich fast noch mehr nervt, ist, wenn ich merke, wie Leute einfach so, so eine, wie will ich das sagen, eine gewisse Ehrlichkeit weglassen. Also weißt du, wenn es dann einfach immer so alles an der Oberfläche einfach so, ja, und das ist gut und das ist in Ordnung und so das Updaten. Absolut. Das Updaten ohne Emotion. So, dann einfach wie so, ich gebe dir jetzt schnell eine kleine LinkedIn-CV. Zusammenfassung. Da denke ich dann so, ach, es geht ja nicht darum, dass man die persönlichsten Details erzählt, aber irgendwie so einfach so ein bisschen Gespür von Menschlichkeit, Ehrlichkeit. Hey, das könnte im Fall nicht so viele Leute, glaube ich. Oder? Ja, darum bin ich gerne in der Comedy-Szene. Ja. Das ist manchmal ein bisschen zu viel. Manchmal ein bisschen zu viel, wenn ich auch sagen wollte. Alles muss man auch nicht erzählen. Aber ja, aber das stimmt. Du hast die, wobei es ist auch so, hey, läuft mega gut. Es gibt auch schon die Gespräche. Ja, das gibt es auch. Ja, bei mir läuft es super. Aber eben, das interessiert mich null. Also weißt du, wenn jemand mit Verkaufszahlen kommt, muss ich sagen, ja, genau. Da haben wir Besseres zu tun. Aber stimmt schon, dass eine gewisse Grundtendenz von einer Ehrlichkeit von, jetzt mache ich eins auf, es formen aus Englisch, wo genuine einfach so Authentizität. Ja, so ein bisschen, du hast etwas so, das stimmt schon, das finde ich im Fall auch. Darum freue ich mich eben immer, wenn ich irgendwo eingeladen bin an einer Show und ich die anderen sehe. Ich meine, wo wir noch mit dem Bandrit gespielt haben, da haben wir ja brillt von Lachen. Das war mega lustig gewesen. Das war eine schöne Tour gewesen. Ja, er hat zum Beispiel einen, er erzählt auf Geschichten und er kann es einfach gut. Mhm. Aber ich glaube nicht, dass er sich überlegt, wie erzähle ich jetzt die Geschichte nein, mit Anfang, Mitte, Schluss. Es kommt einfach raus. Das stimmt. Wobei, also es ist auch nicht so, dass ich irgendwie mich mit jemandem trifft und mir vorher überlege, was ich erzähle und dann noch. Also nein. Also ich habe das Gefühl, es entsteht schon. Nein, aber natürlich. Man merkt ja dann eben so, Ich glaube, ich muss langsam aus dieser Geschichte raus. Mhm. So, die Aufmerksamkeitsspanne nimmt ab. Mhm. Ja. Und darum, ich merke, wenn ich privat darum eigentlich auch öfters mir jetzt anfange zurückheben oder anfange zurückheben, das ist eigentlich schon ein längerer Prozess. Weißt du, dass du dann eben dir den Raum gar nicht nimmst, wenn du denkst, ach, ich mache sie auf der Bühne und jetzt können andere Geschichten erzählen. Ja. Und dann verlierst du ein bisschen das Ruder, oder? Weil es ist dann auch der Anspruch an mich selber. Nicht, dass ich mir das vorher überlege, aber wenn ich am Erzählen bin, denke ich so, das ist jetzt aber schon nicht so. ist jetzt noch nicht gerade ein Killerbit. Ja. Ja, nein, aber ich glaube eben, dass du dir eben das Feedback eben dann lieber auf der Bühne holst, anstatt dass irgendwie willst eine Story erzählen, oder? Und mit Leuten, sondern eben wahrscheinlich dort dich eher zurückziehst, weil vielleicht hat das auch mit Alter zu lieber auch gerne los ist, was die anderen dir erzählen. Ja. Yeah. Yeah. Ja, und irgendwie die Fallhöhe ist eine andere. Mhm. Darum ist es schon noch schwierig, wenn dann irgendwie. Es gibt so Gruppen, wo du merkst, wenn die Leute viel Raum brauchen, dann gehe ich wieder zurück. Ja. Okay. Was ich auch noch geil finde bei den Gesprächen, ich weiß nicht, ob dir das schon das einmal passiert ist, wenn das war vor allem früher der Fall gewesen, weißt, dass es sich eben einsteigert beim Storytelling, oder? Der eine macht einen Witz und dann kommt der andere und so, oder? Und dann bist du in so einer Dynamik, wo einer etwas mega cooles am Erzählen ist und du willst, so wie in der Schule auch, ich habe auch etwas und so. Und dann fängst du auch an reinreden und du merkst, dass alle verlierst, weil alle die andere Geschichte am Hören sind. Yeah. Und dann niemand hört dazu und dann bleibt nur noch der vor dir und dann drehst dich so. Und das ist nicht der, was du gut kennst, und dann sagst du, okay, ich erzähle dir jetzt die Story. Und der andere so merkt selber auch, Scheiße, okay, erzähl sie halt mir. Und dann schießt dich schon an, die zu erzählen, weil die ist eine geile Story, aber es hört dir niemand, du kannst sie nicht mehr zurückholen. Und dann schaust du ihn an und dann erzählst sie aber auch nicht mehr gut. So, ja, und beide schauen durch. Das ist das Schlimmste, ja, wenn so ein Seitenpublikum. Ja. Okay, du musst jetzt dran glauben. Und die andere Person, also beide fühlen sich unwohl und du kommst nicht mehr raus und dann erzählst du. Und dann denkst du, Scheiße.
Oh, wir haben einen Kollegen gehabt, der ist auch gut gesehen. Der hat, normalerweise ist es ja so, wenn eben, sagen wir, jetzt ist eine Gruppe von 5 Leuten, oder? Und dann hast du irgendwie, eben, weißt du, haben jetzt Suff-Geschichten. Hahaha, so irgendwie. Erzählt Person 1 eine Suff-Geschichte, aufgrund von dem fällt Person 2 eine andere Geschichte ein. So. Und dann geht es immer weiter. Danach erzählt jeder irgendwie, mir ist das mal passiert, ja, und so. Und wir haben einen Kollegen, der ist so, der erzählt dann, gerade nachdem jemand eine Geschichte erzählt hat, erzählt er eigentlich die identische Geschichte, aber dreimal so lang. Und es war, weißt du, wirklich so, das eine Mal, das ist so geil gewesen, irgendeine Geschichte, weißt du, von wegen, der eine ist ins Taxi gestiegen und wo er daheim ankommt, fragt er, wie viel kostet es. Und dann sagen sie, nichts, aber du musst jetzt rein. Dann hat sich herausgestellt, aha, es war ein Polizeiauto gewesen. Und die haben gefunden, sie sind so nett und fahren ihn heim, weil er so voll war. Eben, er hat nicht mal gecheckt, dass er in ein Polizeiauto einsteigt. Wow. So, das ist eine gute Geschichte, oder? Ja, sehr geil. Und dann kommt der andere und erzählt, ja, ein Kollege von mir, der ist mal in den Taxi eingestiegen. Weißt du, hat er sich schon gefragt, wieso hocken zwei da vorne? So. Und dann sind sie gefahren. Und dann erzählt er wirklich die identische Geschichte. Und alle sind so dort am Schluss so. Ah, ja. Und dann musst du noch so weglachen. Aus Respekt. Ja. Okay, wir hören dir auch noch zu. Und was auch geht, ist Menschen, die Geschichten erzählen und dann aber nicht ready sind, ich gehöre auch ein bisschen zu denen, die nicht ready sind für noch so Einwürfe von anderen. Weil du hast eben in deinem Kopf hast die Geschichte schon dreimal so erzählt und dann kommt jemand und sagt, oh, und dann ist das und das passiert. Ja, genau. Dann bist du so, nein, pst, weißt du? Ja, genau. Bleib jetzt. Lass mich. Ja, lass mich erzählen. So dumm. Ja, aber ich meine, alle diese Sachen sind ja auch irgendwie, ist nicht so blöd, weil die Programme heisst so, aber sie sind irgendwie verknüpft mit dem Ego. Ja, das ist ja dann so, ich will jetzt die geile Geschichte erzählen. Und wenn man das loslässt, dann kommt man ja mehr so in den Spielmodus, sage ich jetzt mal, wo das Hirn ja auch nicht so binär denkt, von wegen, ich muss jetzt von A nach B, ich muss jetzt irgendwie zu dem Ziel kommen, sondern eben dann kann es sich ja auch so auflockern. Mhm. Absolut. Ja, also ich, ja, ja. Ich glaube, es ist alles ein bisschen ich glaube, du musst auch in der Stimmung sein. Ich glaube, es ist, also ich glaube nicht, dass jedes Gespräch vor nach B muss gehen, sondern im Gegenteil, dass sehr viel entstehen kann, auch im Gespräch. Oder dass du kommst und sagst, Thema A, Thema B, Thema C beschäftigt mich und du kommst gar nicht dazu, zum über das zu reden, weil einfach die Dynamik eine andere ist. Ja, aber weißt du, darum habe ich bei diesem Podcast, ganz am Anfang habe ich noch die Idee gehabt, dass ich immer so, eben so in meinem Kopf mache ich so wie man es halt lernt bei Interviews, im Radio und Talks auf der Bühne und so, dass du so ein bisschen dir so Themenblöcke machst, wo du sagst, hey, wir bleiben etwa so lange bei Themenblock 1 und danach gehen wir irgendwann zu Themenblock 2 und irgendwann zu Themenblock 3, blablabla. Und nach irgendwie 3 Folgen oder so, habe ich aufgegeben, weil das Einzige, was passiert, ist, dass ich mich nachher aufrege und sage, ah shit, ich bin jetzt zu dem gekommen. Mhm. Dabei ist völlig egal, weil wir haben 1,5 Stunden ein mega gutes Gespräch gehabt. Mhm. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, aha, ja, vielleicht kommen wir ein anderes Mal drauf, vielleicht kommen wir auch nie drauf. Mhm. Ist ja scheißegal. Mhm. Weißt du? Aber hast du dann nicht vielleicht auch mal gehabt, dass es eben auch dann ausartet in die andere Seite, dass du eben in eine Richtung gehst, wo du vielleicht gar nicht willst und dann. Ist ja schon passiert. Ist ja schon passiert. Oder? Ja, und dann badest du halt dort drin. Ja. Oder hast du auch schon Situationen gehabt, wo es einfach ruhig war und dann hast du müssen. Irgendein neues Thema holen, weil es irgendwo versandet. Aber das ist ja auch ein privates Gespräch so. Also, ja, weißt, eben, genau. Das ist so. Ich glaube, bei gewissen, die hier gesessen sind, könnte man einen Zusammenschnitt machen von 3 Minuten Stille. Weißt du? Wenn du alles aneinander hängst von denen 1,5 Stunden, ist dann so sicher 3 bis 5 Minuten ist einfach mal still. Ja. Nein, aber ich bin zum Teil dann auch so ein bisschen abwartend. Also, weißt du, weil es ist so.
eben, wo geht es an? Mhm. Was ich gemerkt habe, ist, ich will nicht immer nur über Comedy reden. Weil dort habe ich das Gefühl, das ist ja immer ein bisschen das gleiche Gespräch auch. Weißt? Mhm. Aber das ist, wenn es passiert, dann passiert es. Mhm. So ist es ja nicht. Aber es gibt auch dort, ich glaube, über das Business reden finde ich nicht so spannend. Mhm. Weißt du, das Comedy-Business. Mhm. Weil dann los ist irgendwie so ein Pod in einem halben Jahr und es ist eh wieder anders. Ja. Ja, nein, also ich glaube, über das Business reden ist wahrscheinlich auch nicht so, I don't know, vielleicht schon spannend, wenn vielleicht so irgendwelche Anekdoten vom Business erzählst, kann es ja spannend werden, aber sonst würde ich sagen, ist wahrscheinlich nicht so. Redest du lieber über Humor, wenn überhaupt? Genau. Wenn überhaupt, oder? Ja, das denke ich auch, ja. Und was ich vorhin noch sagen wollte, bei denen Kindheits- oder von mir aus auch grundsätzlich bei den Erinnerungen, die sich ja immer irgendwie so anfangen zu verfärben, habe ich gemerkt, wenn man mit Kindern dann zu tun hat, kommt auf einmal hure viel zurück. Wo du das Gefühl hast, das ist alles weg. Mhm. Und dann auf einmal erinnerst du dich selber wieder an Zeugs, einfach weil du es halt in den Kindern irgendwie gerade siehst. Mhm. Den Kindern passiert etwas, wo du denkst, oh shit, das ist mir auch mal passiert. Mhm. Also hast du aber irgendwie gefühlt 30 Jahre lang nicht auf der Festplatte gehabt. Aber es ist trotzdem nicht weg. Mhm. Das ist ja das Coole am Hirn. Und das ist eben auch der Grund, wieso es wahrscheinlich eben mega lang wird gehen, bis wirklich das replizieren kannst. Mhm. Es ist unglaublich, wie viel du auf deiner Festplatte gespeichert hast, yeah, und du nicht abrufst, aktiv. Aber eben, es muss nur irgendeine Sequenz passieren und schon ist es da. Sei yeah, es über Kind, sei es. Also bei mir ist es so, ein Geruch von Ortschaften, yeah, wo auf einmal wieder Kindheitserinnerungen aufkommen oder irgendein Essen oder irgendein, weiß auch nicht, irgendeine Blume oder irgendein Bild, das du siehst oder etwas, das du hörst, ein Rauschen vom Meer, ist für mich immer Kindheit. Yeah. Und bei den Kindern ist es extrem. Bei meinen Kindern jetzt zum Beispiel, wenn ich sie sehe, weiss ich ganz genau, wie sie sich fühlen, was genau der Moment ist. Ist faszinierend. Außer die Schule. Schule ist krass, wie ich nicht weiss, was ich alles hatte, 1. bis 6. Und ich sehe es bei meinen Kindern, wenn sie am Lernen sind, denke ich, wow, das habe ich alles auch gehabt. Wow. Ja. Yeah. Wow. Ich kann mich an nichts erinnern. Aber es gibt ja jetzt schon andere Fächer, als nein. Hatten. Ich glaube, es ist schon intensiver als zu meiner Zeit. Es hat schon viel, eben schon nur mit der Sprache, Englisch, Französisch und so. Und ich habe das Gefühl, mehr Prüfungen. Aber es ist so ein Gefühl. Ich habe das Gefühl, es ist leistungsorientierter und es geht nur um Leistung, schon im jungen Alter, weil einfach alle unter Druck sind, die Lehrer und Eltern und alle setzen Druck auf. Aber trotzdem, ich kann mich an nichts erinnern. ich weiss nicht einmal, ob ich 50 gemacht habe. Yeah. Ich hatte nicht einen Vater oder eine Mutter, die zu mir kam, hast du 50 gemacht, sondern mein Vater, wenn er hat, wirklich, ich habe ja so einen Joke, und ich sage, aber es ist wirklich wahr, also irgendwie, er muss zu der Schule, weil etwas war, und dann kommt er zu mir und fragt mich, kannst du mir sagen, wo du in die Schule gehst? Die waren noch nie dort gewesen. Ich habe noch nie. Und eben, und zweimal im Jahr musst du vorbeigehen. Auch dort mal, glaube ich, um eben Zwischenzeugnis und so besprechen, wie ist das Kind. Ich kann mich an nichts erinnern. An nichts. Und ich weiß auch nicht, ob meine Eltern mir gesagt haben: hey, du machst das super, hey, mega gut, wir sind mega stolz auf dich. Nicht präsent. Und ich weiß, und das ist auch, ich habe auch das Gefühl, dass meine Kinder viel mehr aus ihrer Kindheit gespeichert haben als ich. Ja, also jetzt. Nicht, aber eben, dann fragst du mal in 30 Jahren. Genau, das ist der Punkt, oder? Wahrscheinlich ist es bei mir eben genau gleich gewesen. Mhm. Aber irgendwann einmal gibst du das alles auf. Weil ich bin immer fasziniert gewesen, wenn ich irgendwie mit meinen Eltern geredet habe und sage so, weißt du noch das und das? Weißt du, für mich ist das so eine lebhafte, für sie nicht, klare Erinnerung und sie wissen nicht einmal, von was ich rede. Ja. Weißt du? Und jetzt denke ich, aber bei mir war es genau das Gleiche. Ja. Also jetzt bin ich auch an dem Punkt.
Und gleich, eben, wenn du irgendwie in einer gleichen Situation bist, oder eben Geruch, Musik ist auch so etwas. Musik. Kann dich genau wieder dort verfrachten. Und vor allem emotional. Eben, es ist dann vielleicht nicht die Erinnerung, wie du es genau siehst. Es ist ein Gefühlszustand. Yeah. Es ist eine Wärme oder auch eine Kälte. Es kann oder etwas abschreckend sein. Oder yeah, also, yeah. Also etwas, was dich ein bisschen... Ah, ich habe die weißt du, die Scham-Dinger, das bleibt ja, das merke ich dann, das bleibt auf dem Leben lang. Wenn oft irgendjemand mal etwas so ein bisschen schief gelaufen ist, kann ich zum Teil, das ist oft, wenn ich dusche oder im Auto bin, kommt das auf einmal wieder. Weißt du, auf einmal denke ich dran. Dann meine ich so, Ja, das habe ich auch. Aber ich glaube schon, dass das Hirn irgendwie, du brauchst einfach so ein bisschen die Triggerpunkte, ja, genau. Dann kommt es wieder. Ich meine, musst es ein bisschen stimulieren. Theater, denke ich so, ein Stück, das ich, keine Ahnung, vor 15 Jahren gespielt habe. Weißt du noch den Text? Könnte ich dir kein Wort sagen. Okay. Aber wenn du mich würdest ins gleiche Set, also das gleiche Bühnenbild mit den gleichen Leuten und Person 1 sagt der erste Satz. Und kommt es. Hundertprozentig. Sehr geil. Ich merke es ja bei Liedern. Ich kann ein Lied 20 Jahre nicht gehört haben. Und denkst, 80% vom Text ist noch da. Jetzt so könnte ich dir nicht sagen, aber wenn das Lied läuft und ich dann irgendwie das Gefühl habe, ich bin jetzt wieder 12 und ich rap jetzt Will Smith. Weißt du, so eine Scheiße. Kommt alles wieder. Ja, das habe ich auch. Also so Theater, der Text wäre wahrscheinlich nicht möglich, aber Lieder sowieso, ja. Yeah. Ja, das ist aber auch dann, Harmonie und... Ja, weil, also weißt, das ist ja dann auch, weil du es oft gemacht hast. Mhm. Hast du mal Theater gespielt? Ja, aber so Laientheater, yeah. Spanisch. Spanisch? Mhm. Wo? An der Uni Zürich hat es so eine Theatergruppe gehabt. Und da bin ich jeden Freitag geprobt und dann haben wir einmal im Jahr so eine Aufführung gemacht. Und das sind einfach spanische Stücke, oder was? Genau. Genau. Krass. Ist geil gewesen. Und da ist wieder mal der komische Moment, wo der Podcast unterbrochen wird. Für den kleinen Hinweis, dass mein aktuelles Solo Zero immer noch auf Tour ist, kaufe Tickets und mein letztes Solo Standoff ist gratis und in voller Länge auf YouTube zu sehen. Für alle Links, Video wie auch Termin und Tickets könnt ihr auf meine Webseite www.joelvonmutzenbecher.ch. Und jetzt geht's weiter mit der Folge. Ich habe ja mal so eine spanische Serie geschaut, bis zum geht nicht mehr. Die ist ganz dumm gewesen. So eine Soap, wo es um so eine Tanzschule geht. Oh. Das werden dann irgendwann mal meine Kids schauen. Und nicht Penelope Cruz, eine andere Cruz hat mitgespielt. Ah, Schwester? Ja. Aber ich weiß sogar, wie das heisst. Ich weiß nicht, wie es heisst. Ich weiß nicht mehr, wie es heisst, aber ich weiß, welche du meinst. Und die Dudes sind alle Schönlinge und die sind sogar nachher Sänger geworden. Haben sogar noch ein paar Hits rausgegeben. Ich weiß, welche du meinst. Ich bin mit 18 oder 19 bin ich mal irgendwie 10 Tage in Sevilla gesehen. Ja. Und dann bin ich ein Theaterstück schauen, weil ich den einen von dieser Serie erkannt habe. Mhm. Und das war Katastrophe gewesen, weil ich habe natürlich kein Wort verstanden. Dance, der un passo adelante. Ah. Ist das gesehen? Das kann sein, weil jetzt ist auf Vox gelaufen. Achtung. Dance, der Traum vom Ruhm. Okay. Ah ja, genau. Genau. Der ganz links ist nachher Sänger geworden. Und der mit dem blauen Shirt auch. Die haben nachher so eine Band gehabt. Also der eine, der hier nicht drauf ist, der hat dann ein Theaterstück mitgespielt. So eine Ältere mit so einem Bart. Und einer von denen war dein Kollege? Nein, überhaupt nicht. Nein. Aha, ich bin auf den Sevilla gesehen. Okay. Und dann sehe ich irgendwie so in einem Programm, dass der dort spielt. Dann bin weil du ihn von der Serie kennst. Und danach bin ich halt auf zwei Stunden da gesessen und so, was ist das? Und ich sage, so, okay. Das hat jetzt nichts gebracht. Ich glaube, jetzt ist er auch hässig. Jetzt ist er, glaube ich, traurig. hast du viel so spanisches Zeugs geschaut? Nein, nicht wirklich, nein. Nein, ich bin, das erste Mal habe ich sehr viel Italienisch geschaut, weil den spanischen Kanal hat es noch nicht gegeben, dort mal.
Italienisch. Ich habe selber Italienisch gelernt vom Fernsehen und von den Kollegen. Es ist ja anscheinend von Spanisch auf Italienisch einfacher als von Italienisch auf Spanisch. Auf Spanisch, genau. Yeah. Und dann habe ich recht lange TFN geschaut, am Mittwochnachmittag Trickfilm und so Sachen. Und Spanisch, so richtige Serien, nein. Jetzt, eher jetzt. Okay. Ja. Es ist irgendwie... ich bin nicht dazu gekommen, dass es hat, glaube ich, nicht so cooles Zeug. Oder nicht Zeug, das mich so inspiriert hat. Ja. Yeah. Ja. Aber deine Eltern sind in die Schweiz gekommen, wo du noch nicht auf der Welt gewesen bist? Meine Eltern sind in der Schweiz gewesen, und dann war meine Mutter schwanger gewesen, und dann sind sie auf Spanien ein halbes Jahr einen Break gemacht. Und dann bin ich in Spanien auf die Welt und dann sind sie wieder zurückgekommen. Ah, so ist es gewesen? Ja. Okay. Und meine Brüder sind dann alle in der Schweiz auf die Welt gekommen. Yeah. Ja. Das heisst, hast du eben die spanische Kultur, hast du die quasi in deinem Haushalt stark gespürt? Oder? Big time. Yeah. Ja. Also ich habe Deutsch eigentlich im Kinski gelernt. Wirklich? Meine Eltern haben nur Spanisch mit mir geredet. Ja. Ja. Ich kann mit 4 anfangen Deutsch lernen. Also hat das erste Programm geheißen Millisecondo. Ja. Du bist ein klassischer Sekundo. Ich bin ein klassischer Sekundo, ja. Yeah. So wie man es bilderbuchmässig kennt. Meine Eltern sind in die Schweiz gekommen, ohne die Sprache können. Die haben irgendwie die ersten Jobs genommen, wo sie genommen haben. Wieso sind sie in die Schweiz gekommen? Mein Grossvater ist gestorben, wo mein Vater 15 war. Und dann hat mein Vater oder mit der Rente von meiner Grossmutter haben sie zu wenig gehabt. Und dann hat mein Vater müssen schon im jungen Alter arbeiten. Und dann hat es eine riesige Bewegung gehabt von Spanier, klassische Spanier, Italiener, wo in die Schweiz gekommen sind in den 70er Jahren und quasi ja, auf dem Bau gearbeitet haben. Yeah. Und dann haben sie ihn auch mitgenommen, ein paar Kollegen. Dann ist er im jungen Alter in die Schweiz gearbeitet. Und dort in Spanien hast du keine Möglichkeiten gehabt, unter Franco-Zeiten. Und auch nachdem er gestorben ist, Spanien war ja wirklich unterentwickelt gewesen im Vergleich. Ich yeah. glaube, die Diktatur hat dem Land nicht gut getan. Was Innovation und Entwicklung, wenn du vergleichst so mit Aufschwung Deutschland, Italien, Spanien war immer ein bisschen hinterher gewesen. Was vom Potenzial her, meiner Meinung nach, sicher vielleicht nicht mit Deutschland hätte können mitheben, aber sicherlich mit anderen Ländern. Und ja, und da hast du viel mehr Opportunitäten gehabt. Ja. Yeah. Ja, und dann bin ich, und dann habe ich alle die Möglichkeiten gehabt, die sie nicht hatten, um eben ja, Ausbildungen machen, Sprachen lernen. Ja. Gibt einem so eine Geschichte einen eigenen Druck, so einen eigenen Leistungsdruck? Nicht mal eben von ihnen, sondern von einem selber. So, shit, ich muss ja jetzt schauen, dass sich das gelohnt hat. Hey, ich glaube, ich bin da, wo ich bin, weil meine Eltern mir, also ich komme noch auf deine Frage zurück, yeah. aber meine Eltern mir nie Druck aufgesetzt haben. Meine Mutter, wenn ich einen Job wechseln wollte, hat sie gesagt, nein, du bist doch so gut dort, mach, nein und so. Sie haben immer Angst gehabt, dass etwas passiert und den Job verlierst. Die haben noch nie in ihrem Leben Lohnerhöhung verlangt. Die sind krank, gehen arbeiten. Mhm. Und mich haben sie einfach machen lassen. Und ich habe selber Lust gehabt, um etwas zu machen. Yeah. Aber ich habe nicht irgendwie Druck verspürt. Im Gegenteil. Ich glaube, wenn ich Druck verspürt hätte, wäre es wahrscheinlich nicht gut. Wenn meine Eltern mir Druck aufgesetzt hätten, wäre es wahrscheinlich anders gekommen. Dann hätte ich wahrscheinlich rebelliert. Yeah, ich kenne mich. Und natürlich setzt du dir selber Druck in dem, dass du einfach etwas willst erreichen oder bewegen. Oder ich bin wirklich so, dass ich es... Also wenn ich etwas selber erreicht habe, das am meisten auch noch zelebrieren können. Also wenn etwas dir geschenkt worden ist im Leben, ich habe das jetzt... nicht so,
Also wenn du Leistung erbracht hast und dann hast du ein Outcome, ist das schon etwas gewesen, was mich befriedigt hat. Ja. Und hast du dann auch wirklich können ansetzen und sagen, geil. Geil, ja. Ja. Und also was bei uns immer war, und das ist wirklich auch von Generation zu Generation verschieden, und das wäre eben schon geil, wenn es dann würde kehren, oder? Ist, meine Grosseltern, die sind im Bürgerkrieg gsi, oder? Und die haben meinen Eltern gesagt, wo wir jung waren, wir hatten nichts. Nichts. Und meine, du hast auch Bilder von wirklich extrem beim Essen. Meine Grossmutter, hey, hat es Brot? Hat es genug Brot? Weil sie haben. Also nach dem Bürgerkrieg in Spanien bist du verhungert. Also es ist wirklich tough. Hat's, dann hat es 27 Kilo Brot auf dem Tisch. Sie extra, haben wir genug Brot? Und alle so, hey, beruhig dich. Beruhig dich. Und nachher musste sie Brot essen. Weil's, und dann am Schluss hat es keinen mehr gehabt. Dann hat sie gesagt, habt ihr gesehen, es hat nicht genug Brot gehabt. Habt ihr gesehen? Oder? Und meine Eltern haben mir gesagt dann, ey, ich habe nichts gehabt, als ich jung war, im Gegensatz zu dir. Und geil wäre, wenn du jetzt deinen Kindern sagst, ich habe alles gehabt, ihr werdet nichts haben in Zukunft, weil, schau mal, was ich alles für Möglichkeiten hatte. Bei mir hat es noch keine KI gehabt, wo jetzt dein Job dir wegnehmen wird. Und du wirst wahrscheinlich sehr, also es klingt sehr kritisch, aber ich glaube, dass ich sicher nicht meinen Kindern sagen kann, ich habe nichts gehabt. Ja. Das geht nicht. Weil ich habe alles gehabt. Also die Möglichkeiten, wenn ich in Spanien geblieben wäre, wäre mein Leben völlig anders gewesen. Ja, ich glaube. 100%. Ich glaube, das ist ein bisschen ein grundsätzliches, natürlich gibt es immer Einzelfälle, aber es ist ein bisschen ein grundsätzliches Generationending, oder? Das heißt, klar, so Nachkriegsgeneration. Und die gibt dann wieder etwas weiter und es shiftet ja dann immer so ein bisschen hin und her, oder? Und eben, wenn man dann irgendwie das Gefühl hat, man hat eine gute und erfüllte Kindheit gehabt, man hat alles gehabt, dann ist es ja auch mega schwierig, was man dann für Wert will weitervermitteln, oder? Und ich finde dann immer spannend, weil ich mir nie sicher bin, in welche Richtung geht es denn. Man weiß es ja nie, oder? Und gleich denkst du dann so, aber bei uns hat es trotzdem noch nicht so viele Sachen gegeben, wie es heute gibt, weißt du? Und nur weil es so ist, bist du dann auf einmal so in deinem Kopf am Denken, aber ist das jetzt eine gute Entwicklung oder nicht? Und dann denkst du, auf der anderen Seite ist es einfach eine Umschiftung, also der Kopf geht immer so hin und her. Und ich habe das Gefühl, es geht dann auch so von Generation zu Generation, geht es ja auch immer so Shifts, oder? Ja, also Ich sage, es ist nie so einfach gewesen, auf der Welt zu leben, mit all den Komplikationen, die wir alle haben, wie heute. Und das ist einfach technologischer Fortschritt. Es ist einfach, wir leben alle länger. Es wird alles nicht immer einfacher, aber du hast schon viel mehr Möglichkeiten jetzt als vor 20 Jahren. Und du hast schon viel mehr Möglichkeiten vor 20 Jahren gehabt als vor 40 Jahren. Und ich habe auch Angst, dass ich in dem ganzen Überfluss an Informationen, ich meine eben, meine Kids sind Digital Natives, die kennen das Handy von mir, sie haben selber keins, aber dass ich ihnen auch Angst habe, ich weiß nicht, was ich ihnen für Wert kann vermitteln oder will vermitteln oder wird. Aber am Ende vom Tag glaube ich auch, dass es am Mensch oder am Charakter von der Person liegt. Ich glaube nicht, dass... Yeah. Ich bin auch verwöhnt worden. Meine Eltern haben mich auch verwöhnt. Ja, ja. 100 Pro. Und ich habe auch Nintendo. Ich habe auch alle Games. Also alle habe ich nicht gehabt. Aber obwohl meine Eltern nicht viel hatten. Ich habe ein Velo gehabt, wenn ich ein Velo haben will. Und jetzt hast du einfach mehr Optionen. Aber ich bin schon ein bisschen auch... verwöhnt worden. Hey, das denke ich dann auch auf einmal, eben, wenn ich dann zurückdenke, denke ich irgendwie mit, keine Ahnung, 14, habe ich in meinem Zimmer einen Fernseher gehabt und eine Playstation. Also weißt du? Sorry. Eben, was machst du denn noch? Also ob du jetzt ein Handy hast? Steigerung, ja. Im eigenen Zimmer? Ja. Du Sau. Ja.
ein alter, weißt du, so ein Röhrending. Voll geil. Aber natürlich. Voll geil. Ich kann, apropos Röhren, das ist wirklich recht schräg gewesen. Gran Turismo. Ja. Yeah. Gran Turismo, PlayStation. Mit dem Steuerrad. Kollege mit dem Steuerrad. Das habe ich nicht bekommen. Aber wir sind zusammengekommen und haben 8 Fernsehs connected. Und ich bin mit meinem kleinen Röhrenfernseher im Tram, im Bus zu dem High, zu 8 hoch, crazed. Und nachher mit dem Röhrenfernseher wieder High. Wirklich. Wow, weißt du, was mir gerade einfällt? Ich hatte so einen Mini-Fernseher, so einen tragbaren, wo du dann mit der Antenne hast. Ah! Ich weiß. So etwas. Ja, und zwar, Achtung, jetzt kann ich auch sagen, wie alt bin ich da gewesen? Auch 14. Eben, natürlich verwöhnt. Weil ich bin im Bus gesehen mit so einem Mini-Fernseher und Leute haben mich gefragt, was gerade der Stand ist von der Fußball-WM damals. Japan, Südkorea. Weil ich habe dann irgendwie, weil das ist immer am Morgen sind die Match gesehen, da bin ich irgendwie in die Schule gefahren und habe irgendwie im Tram habe ich auf SF2, dort hat es glaube ich noch SF geheißen, SF2 habe ich dann, weißt du, auch nicht mehr, Frankreich, irgendetwas habe ich geschaut. Mhm. Und jemand sagt, oh, was steht, weißt du? Mhm. Das heisst, ja, natürlich, eben, es ist nicht so, als wäre es heute gänzlich anders, sondern eben, es ist ein bisschen Umverteilung. Ja, eben, bei mir ist es einfach so gewesen, ich wollte irgendwann mal Geld verdienen und dann habe ich selber mir Jobs gesucht. Ja. Yeah. Und so ein bisschen eben so auch unabhängig war. Oder für mich war die Autoprüfung mega zentral mit 18. Mhm. Und ich habe nicht das Gefühl, dass das irgendwie im Wert. Wobei, stimmt nicht. Also, wenn ich schaue, wie meine Eltern sich den Arsch aufgerissen haben, das hat vielleicht wahrscheinlich indirekt mich schon beeinflusst. Ja. Yeah. Die Arbeitsmoral einfach. Also, sie haben wirklich nicht irgendwie das Leben so genossen, würde ich sagen. Ja. Yeah. Im Vergleich. Das hat mich vielleicht schon ein bisschen geprägt. Ja, ich glaube, das prägt einem ja dann, eben, wenn man darüber nachdenkt. Ja. So, aber ich habe so einen Bericht gelesen von zwei identischen Zwillingen, die kurz nach Geburt getrennt worden sind und nicht voneinander gewusst haben. Oder? Ja. Und die Vermutung ist sogar, dass sie aus Forschungszweck getrennt worden sind damals. Weil es eben das selten gibt. Weil sie dann wirklich sehen, wie viel ist Genetik und wie viel ist einfach Erfahrung und Umfeld. Wobei eineigige ist Genetik wahrscheinlich sehr, sehr, sehr zentral. Absolut. Und das Krasse ist ja dann, wie sie wirklich auch 35 Jahre später die gleichen Kleider kaufen, das gleiche Essen gerne haben, die gleiche Musik hören. Aber ich glaube auch an das. Es ist erwiesen. Es ist in dem Fall erwiesen. Aber ich sage, es ist am Ende vom Tag, und ich sehe es bei meinen zwei Girls. Ja. Yeah. Sie sind zweieigig. Aber völlig verschieden. Mhm. Völlig verschieden. Und darum ist es eben meine Kritik an die gescheiten Bücher, wo dir erklären, wie du deine Kinder musst erziehen musst. Yeah. Das ist alles Bullshit. Weil das ist irgendwie ein Durchschnittswert, den irgendjemand irgendwo mitgenommen hat und dir dann die Theorien verkauft. Und du hast das Gefühl, dass du das bei anderen Kindern kannst anwenden kannst und es funktioniert. Und wir haben, ich würde sagen, sie gleich beeinflusst oder gleich. Wir können ja nicht anders sein, weil sind beide. Und sie sind, und sie sind Zeit völlig anders und die eine reagiert auf das viel empfindlicher und die andere von dem her. Und am Ende des Tages muss eben genetisch bei etwas passieren. Also ich glaube nicht, dass du. Wobei ich würde schon, dass sie auch mal selber Jobs haben im Teenager. Oder dass sie einfach mal lernen, was es heisst, etwas oder für etwas kämpfen und so. Das wollte ich schon, dass sie das machen. Aber ich glaube nicht, dass das irgendwie jetzt der pädagogische. Also, dass das jetzt sie beeinflussen wird. Und sie, also, man sagt schon vielleicht, dass wenn du selber schwierige Kindheit hast, vielleicht schon mehr den Drang hast, zum erfolgreich sein oder was auch immer, aber ich glaube, das ist alles sehr, oder sehr viel ist genetisch. Eben, es ist ja dann auch die Frage, ist die schlimme Kindheit ein Stück weit auch genetisch? Ja. Das klingt jetzt blöd, aber eben, weil es die interne Emotion ist, macht es das für dich schlimmer? Also weißt du, weil Leute können dann zum Teil, retrospektiv, können sie eben sagen, aha, im Vergleich, was eh weird ist, aber im Vergleich zu anderen,
habe ich das Gefühl, ich habe eine bessere Kindheit gehabt. Ich habe es nicht so empfunden. Ja. Und umgekehrt. Absolut. Und in welchem Verhältnis und eben welches Umfeld. Sicher ist das prägend und natürlich kann man auch von gewissen Sachen wahrscheinlich und sehr sicher schlimme Traumata davor tragen, etc. Aber ich glaube, so die Basis, das ist ja wirklich, du schaust ein Baby an und du merkst schon einen gewissen Charakter. Ja, big time. Big time. Und dann denkst du, Ist das jetzt wegen diesen 9 Monaten im Buch oder ist es einfach, weil nein, das ist einfach schon so. Es ist so. Es ist auch sehr vieles vordefiniert. Du musst auch nicht das Gefühl haben, dass du, das kannst vielleicht ein Stück weit schon ein bisschen beeinflussen, aber auch eine Intelligenz ist vorgegeben oder zum grossen Teil vorgegeben. Du musst nicht meinen, wenn du selber nicht und deine Frau nicht die Hellsten sind, musst du nicht meinen, dass dein Kind jetzt auf einmal, yeah. Das kann vielleicht schon... Man kann es natürlich dann fördern. Man kann es fördern, aber yeah. Es ist sehr viel genetisch bedingt. Yeah. Und ich merke auch, es ist auch etwas, meine Kinder, wenn sie einmal motiviert sind am Morgen, sage ich, ja, warte nur, deine Gene. Jetzt, warte nur, wenn du ein bisschen älter wirst. Manchmal wirst du dann auch nicht mehr mögen und so. Du musst nicht meinen, dass du jetzt da die Maschine bist. Das kommt an. Also ich glaube im Fall fest dran. Aber eben, das Schöne ist ja, dass die Genetik, in dem, dass eben zwei Menschen zusammenkommen und dann Kinder entstehen, dass die Genetik eben schon sich, da können schon so neue Sachen entstehen, oder? Dass, yeah. Dass es auch vielleicht zu einer neuen Genetik mutiert. Also es ist nicht so, dass deine Kinder nur du sind oder deine Frau, sondern eben der Mix macht es eben auch wieder spannend, dass es eben auch wieder etwas anderes kann entstehen. Ja, und dann ist es noch ein bisschen Großmutter und dann ist es noch ein bisschen... So, oder? Und das Geile ist, wenn sie das Schlechte von dir haben und das Schlechte von dir nur schlecht. Das gibt es ja auch. Wo siehst du denn die in deinen Kindern? Hey! Kreativität. Ich habe immer gesungen, als ich klein war. Immer. Yeah. Lieder. Das ist übrigens auch noch geil. Lieder, die ich früher gesungen habe auf Englisch und nachher auf einmal schaust du den Text jetzt und denkst, oh, das habe ich aber anders gesungen. Ah, natürlich. Das ist der Klassiker. Und ein Mädchen, Delena, die ist nur am Singen. Ja. Yeah. Die ist nur am Singen. Und das hat, also ich bin genau so gewesen. Ja. Yeah. Und bei der anderen Tochter, bei der Emilia, sehe ich eben das Verträumte. Das eben, was ich dir gesagt habe, dass ich wegschweben kann. Und ich immer noch anschauen kann und dann bin ich einfach in meiner Traumwelt. Ich bin sehr viel als Jugendliche in der Traumwelt. Ich musste lernen, weil eben, du hörst auch nicht zu. Yeah. Und auch in der Schule. Und das hat sie auch, das Verträumte. Und du weißt ganz genau, wenn ich sie sehe, weiß ich ganz genau, oh, die ist jetzt. Oh, da würde ich gerne mal rein schauen. Yeah. Du weißt ganz genau, die ist jetzt in einer... Eben so ein bisschen eben Traumwelt und Faszination und Und das dick oder das ein bisschen dickköpfige, zum Beispiel negative Sachen sagen, was sehr viel gibt. Das Krasse ist ja, man muss ja eben auch für das sich selber kennen, dass man das dann erkennt im Kinder. Ja, vielleicht ist es auch so eine. Also, weißt du, vielmal ist es so, dass du einfach auch willst, dass deine Kinder so sind wie du. Oder etwas von dir haben. Weil dann hast du das Gefühl, du hast etwas weitergegeben. Weißt du, das ist so blöd wie du, aber wenn. Aber es ist lustig, weil ich keine eigenen Kinder und trotzdem sehe ich mich in anderen Kindern. Also, weißt du, in meinem Umfeld. Automatisch. Also, das, und wahrscheinlich ist es auch ein bisschen romantisiert. Ja, das ist ja so. Dass du einfach. Ich meine, ich glaube, wir haben alle in unseren Phasen im Leben schöne Momente, aber die Zeit, wo du jünger gewesen bist und so ein bisschen eben das Romantisieren, um wieder zurückgehen, das hat jeder von uns, würde ich sagen. Und die Unbeschwertheit. Natürlich kannst du immer noch lachen und so, aber das wirklich Lachenfallmäßige, wo vielleicht früher gehabt hast, wo nicht mehr kannst aufhören kannst, und deine Kollegen dich anstecken, das habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Wirklich? Das habe ich vor 2 Wochen gehabt. Schon? Ja.
bei so einem Kinderkonzert. Schon? Ja. Und dann haben wir euch angesteckt und nicht mehr aufgehört? Nein, wir haben uns nicht mal können anschauen können. Ah, oh, es war wirklich nicht gegangen. Und ich sage, also nicht wegen der Kinder. Es ist wirklich... Ja. Du bist auf, und zwar wahrscheinlich auch. Du bist wieder in einer Schule. Und es ist eine Situation, du siehst etwas Lustiges und du darfst nicht lachen. Es ist ja nur das, das hat man eigentlich als Erwachsener nicht mehr so oft. Man hat die Situation nicht mehr so oft, dass du eigentlich nicht mehr, es klingt jetzt so blöd, aber nicht unterstellt, sondern halt eingeordnet musst sein, oder? Ist es so? Ja. Vor allem, wenn du selber auf der Bühne stehst und sagst, ich bin jetzt gerade in der Kontrolle von dem ganzen Scheiß, ja, dann hast du es ja viel weniger. Ja. Und dort ist dann wieder genau das gesehen, so, Achtung, da sind wir jetzt, da müssen wir jetzt zuschauen, still sein. Du siehst schon nur, wenn ich daran denke. Kurz wieder. Ich meine, ich habe es einmal gehabt, und das ist natürlich der schlimmste Moment, ich habe es einmal gehabt bei einer Abdankung. Oh. Es ist genau die gleiche Situation. Es ist auch das Schulding vom Gefühl her. Was ist denn dort? Was hat... darfst du es erzählen? Was ist überhaupt nichts Schlimmes. Es ist meine Abdankung von meiner Urgroßmutter. So, und dann hat es in dem... Siehst du, das ist... Behaupte jetzt, damit daran zu erinnern, dass in der Altersresidenz, wo sie gesehen ist, hat es noch so eine Räumchen. Und dort ist das dann gesehen. Dort ist dann die Abdankungsfeier gesehen. Oder? Und sie hat ein tolles Leben gehabt und hat schön vor uns können gehen. Also alles in Ordnung, so in dem Stil. Und ganz vorne hockt mein Vater und ich. Und es hat so eine Art Pfarrer, ich weiß nicht genau, was er gesehen hat, auf jeden Fall, der hat halt einfach so die Abdankung geleitet, oder? Und dann hat er irgendetwas aus der Bibel vorgelesen und er hat so lange Haare gehabt, so nicht ganz Schultern, so ein bisschen kürzer als das. Und er hat wirklich so ein paar so richtig fette Strähnen gehabt, oder? Und eigentlich hat er sich so zurückgeschleimt, würde man sagen. Und wo er aber aus dem Ding vorliest, ist so vorne runtergehangen. Einfach so eine so fette Strähne. Ist einfach so mitten in seinem Gesicht gesehen, oder? Und ich habe einfach dort und ich sehe die ganze Zeit die Strähne, während er da irgendwie, weiss doch auch nicht, irgendein Johannes blabla vorliest. Und dann irgendwann tut er so recht theatralisch, macht er so. Tut er so das Buch zuklappen und dann macht er. aber nur mit dem Kopf hat er die fucking Strähne aus seinem Gesicht rausgewischt. Und ich weiß nicht, wenn ich dort hocke und denke, shit, das ist sehr lustig gewesen. Aber wirklich nicht mehr. Und dann höre ich neben mir nur das Geräusch. Und dann ist es vorbei. Dann ist vorbei. Eben vielmal ist es das Lachen von jemand anderem, und ich dann fertig mache. Da haben wir uns wirklich sehr... Also, eben nicht mehr zusammenreissen können. Sonst ist halt wirklich, dann passiert es einfach, oder? Und ich meine, es ist das Gleiche wie, weißt du auch nicht, das berühmte Video vom Federer und dem Nadal, oder? Ja, genau. Das ist eigentlich auch wieder die Situation von, ah, shit, jetzt dürfen wir das nicht. Ja. Und darum passiert es die ganze Zeit. Ja, aber eben, das hat etwas, eben genau. Es muss, du darfst in dem Moment nicht lachen. Ja. Yeah. Und das führt dazu, dass du eben, durch das es eben verboten ist, ausartet, oder? Genau. So, ja, gut, jetzt, wo ich kann auch aber nicht wie früher. Also mit den Kollegen, dass du wirklich Lachkrampf bekommst, dass dich eben der Lehrer dann rausstellt und so. Yeah. Das hätte ich gerne wieder. Ich würde das gerne wieder haben. Aber ich will nicht jünger sein. Ich bin jetzt halt 35. Du bist jetzt älter? Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Ich wäre gern jünger. Wirklich? Ich wäre gern. Shit, also forever young. Kommt das denn irgendwann? Nein, ich glaube, jede Lebensphase hat einen Moment, wo... Ich sage einfach, vor allem wenn du Kind hast, hast du dann eine andere Person, die eben dir auch noch Sorgen, oder die Kinder, hast eine Verantwortung, du wirst auch viel sensibler, oder ich zumindest, habe viel mehr Ängste. Das hat vielleicht auch etwas mit dem Alter zu. Das ist alles schon ein bisschen ernster. Yeah. Und nicht, dass ich irgendwie Angst habe, dass meinen Kindern etwas passiert, aber
Es ist schon etwas anderes, finde ich. Es ist schon, du hast nicht mehr so die Leichtigkeit, die aber lustig, früher gehabt hast. Aber es ist vielleicht auch okay. Ja, aber lustigerweise merke ich bei mir, wahrscheinlich habe ich eine Leichtigkeit gehabt, aber vom Gefühl her ist mir weniger gut gegangen. Das heisst, die Leichtigkeit ist wahrscheinlich auch ein bisschen Schutz. Ja, ist ein bisschen pusht gesehen, sozusagen. Jetzt habe ich eigentlich eine Unbeschwertheit in meinem Kopf, sage ich jetzt mal. Und das stimmt wahrscheinlich nicht. Man kann sich selber ja gar nicht vertrauen, wenn man so etwas sagt. Aber ich merke schon, so grundsätzlich denke ich, früher ist es mir schlechter gegangen und das habe ich wahrscheinlich irgendwie müssen kompensieren. Und jetzt geht es mir besser. Das heisst, jetzt, wenn mal eben irgendwie so eine, ich weiß doch auch nicht, eben irgendeine Angst kommt oder so, dann ist es eher, um das wieder kompensieren. Mhm. Weißt du, was ich meine? Mhm. Ja, es hat etwas. In diesem Gesichtspunkt bin ich wahrscheinlich auch gelassener, ja. Ja. Yeah. Also, ich könnte morgen meinen Job verlieren und es wäre nicht so schlimm als vielleicht vor 10 Jahren, als ich gedacht habe, wenn ich also Existenzangst hätte, wahrscheinlich nicht. Weil ich genau weiss, dass ich irgendwie das wieder schaffe, dass das wieder funktioniert. Und vielleicht ist es eben auch das, weil ich Familie habe und die Kinder, dass ich eigentlich mehr gelassener bin. Also die Angst habe ich zum Beispiel nicht. Mhm. Eben so Grundbedürfnis, ja. Grundwert sind viel mehr eine Basis, oder? Ja. Und trotzdem eben, ich weiß nicht, ob ich gelassener bin als, wahrscheinlich schon. Schwierig, das hast du jetzt einen guten Punkt aufgebracht. Jetzt weiss ich nicht mehr. Das kann ich eben auch gut. Eine Meinung habe ich, aber das andere ist im Fall auch, die Meinung habe ich auch. Natürlich. Ich schwierig jetzt. Ein Coach hat mir mal gesagt, das ist ein Radio-Coach, aber der ist auch ein Lebenscoach gewesen, muss ich sagen. Der hat mal vom inneren Parlament mir erzählt. Das ist für ihn ein riesen Ding gewesen. Der hat auch ein Buch geschrieben und so. Und das innere Parlament finde ich noch spannend. Und er sagt, es ist nicht nur die Seite und die Seite, sondern es ist wirklich ein ganzes Parlament. Und das sind alles einzelne Stimmen. Und es wird in deinem Kopf wird die ganze Zeit debattiert, eben über was ist eigentlich meine Meinung und wie geht es mir eigentlich und all das Zeugs, oder? Und es ist nicht, auch dort nicht binär, es ist nicht A oder B, 1 oder 0, was auch immer, sondern es ist sogar dort nicht nur alle halten Rede und ihren Vortrag zu dem, sondern eben du hast dann auch noch Verteidigung, du hast dann auch noch Richter, weißt du, all das Zeugs, oder? Das ist wirklich, also, the Devil's Advocate, wo alles, wo alles in Frage stellt. Eben, aber man hat natürlich immer das Gefühl, dass das Engel und das Teufel, die auf beiden Schultern sind, aber es ist eigentlich ein ganzes Parlament, das die ganze Zeit debattiert. Und am Schluss kommt man gar nicht auf eine Lösung. Ja. Ja, jetzt bin ich auch in dem Parlament. Jetzt weiß ich wirklich nicht. Es sind halt so Beispiele, oder irgendwie, ich weiß auch nicht, eben das Kind, das heimkommt und brüllt, ja, in der Schule haben sie mich nicht gern, oder also nicht, dass irgendwie, ist ja, also nicht, aber so kleine Momente, wo einfach Freundinnen gemein gewesen sind oder so, und dann nimmst du das auch mit, oder dann, also nicht, dass, ich bin nicht so, dass ich gerade Angst habe, oh mein Gott, meine Kinder. Aber es hat schon andere Elemente, die dazu führen, dass das vielleicht eben auch das zu deinem Problem wird, weil einfach mehr Menschen um dich herum hast, wo du irgendwie das Gefühl hast, dass du für sie, eben, du bist schon da, zum schauen, dass es ihnen gut geht. Yeah. Das ist ja so. Aber dass du auch ihre Probleme werden auch deine Probleme. Aber vielleicht habe ich auch, so wie du, in jungen Jahren das Gelassene auch vielleicht auch ein bisschen mehr gelebt, als es eigentlich wahrscheinlich war. Ja. Yeah. Aber man sagt auch, eben, mit dem Alter kommt auch die Ruhe und die Gelassenheit. Und
Schwierig jetzt. Für mich. Aber was ich sicherlich nicht gewesen bin, ist lockerer drauf im Sinn von wir machen es. Das gibt einen geilen Abend. Let's go crazy oder was auch immer. Weißt, so, du hast schon viel mehr Verantwortung und du hast vielleicht auch weniger mit Bauch und mehr mit Hirn, mit Kopf entscheiden. Und das macht es vielleicht auch alles ein bisschen ernster. Ich weiß nicht, ob ich mich ausgedrückt habe. Aber ich habe schon das Gefühl, dass das Leben ernster ist jetzt als vor 20 Jahren oder 30 Jahren. Ja, aber ich glaube, das ist ja auch gut so. Weil, ist okay, ja. Weil dort hättest du dir das gar nicht so können vorstellen. Die Ernstigkeit. Nein, dort hast du genau gewusst, let's do it, weil das gibt eine geile Story. Genau. Wenn du Scheiß machst oder irgendwie spontan irgendwie ein Wochenende weg oder was auch immer. Oder ja, eben, das jetzt suchen wir uns einen nachscheissen, gerade ob wir morgen einen Kater haben. Ja. Yeah. Und das schließt ja eigentlich den Kreis. Oder? Weil das ist das, wo ich dann immer denke. So, bei gewissen Sachen denke ich, früher hatte ich einfach gesagt, es gibt eine gute Story, weil ich will irgendetwas auf der Bühne erzählen. Und jetzt bin ich so, bei gewissen Sachen denke ich, das will ich wirklich einfach nicht machen. Ja. Die Erfahrung bringt einem dort schon weiter. Aber also es ist nicht so, dass ich jetzt da Midlife-Crisis hätte oder so, im Gegenteil. Also, ja, es wirkt ja nicht so. Nein, im Gegenteil. Wir reden in 10 Jahren nochmal. Ja gut, also wenn die wird ja später, die Midlife-Crisis. Eben, wenn die später kommt, dann ist es auch okay. Die kommt jetzt zu Zeitpunkt, wo früher die Leute gestorben sind. So. Aber es ist doch so. Wobei, das ist auch... Also wenn du eine Midlife-Crisis hättest, dann wäre es ja zum irgendwie, weiss ich nicht, deine Lebenseinstellung nochmal überdenken und vielleicht eine andere Richtung einschlagen. Oder? Yeah. Aber irgendwie Harley kaufen, das ist der Sinn von einer Midlife-Crisis. Are you kidding me? Ja, ich weiß. Dann ist dein Leben genau gleich. Also, ja. Oder? Das ist ja dann aber die traurige Erkenntnis. So ist mir schon erzählt worden. Dass wenn du dann eine Harley kaufst, und du fährst dann einmal auf der, dann ist es, fuck. Das ist auch nicht. Oder? Also das ist ja das Problem. Es ist oder ja, irgendwie wollen jung sein oder weiß auch nicht, neue Haarschnitt und neuer Look. Aber es ist doch immer so, externe Sachen ändern ja nicht, wie es einem intern geht. Eben. Aber das ist ja, ich glaube, das ist altersunabhängig, oder? Ja. Ich meine, kürzlich habe ich wieder mal in einem Frust habe ich Schuhe bestellt. In meinem Frust Schuhe bestellt? Ja. Und ich habe genau gewusst, also auch in dem Moment, wo ich sie dann effektiv bestellt habe, es hat mir kein bisschen geholfen in meinem Frust. Null. Und sogar 3 Tage später, wo sie gekommen sind, ist es so ein bisschen gesehen. Ja, okay. Weißt du? Das ist im Fall bei mir 100% so. Ja. Alles Materielle. Ja. Ich habe diesen Sachen nicht einmal Sorge. Ein Auto. Scheiße. Der Moment, wo du reinhockst, findest du, schon vorbei. Das war's. Wenn es nachher Kratzer gibt, weißt du, so pflegen und never ever. Das bin nicht ich. Nein. Aber darum bin ich so froh, dass ich nach einer sehr, sehr teuren, neuen, high-class, modernen Wohnung, wo wirklich alles drinnen gehabt hast, mit, weißt du noch, WLAN für den Backofen. Ich weiß bis heute noch nicht, warum. Ja, ich weiß nicht, warum, aber der Backofen hat WLAN gehabt. Ist geil. So, weißt du, läuft alles. Also du hast wirklich alles gehabt, oder? Und Storen und Lichtdimmer und elektrische Storen und Bodenheizung und bla 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 bla. So, und nachher gehe ich in einen Altbau und das Lustige ist, dass dann deine Emotionen zu Sachen genau die gleichen sind. Oder? Dass wenn jetzt irgendwie bei der alten Tür der Knauf irgendwie ein bisschen quietscht, wahrscheinlich das Gleiche ist, wie wenn das WLAN beim Backofen nicht geht. Also weißt du, das alles ersetzt es nicht, sondern es ist mehr, wie du damit umgehst. Mhm. Mhm. Und das hat mir eigentlich dort noch geholfen, weil ich gedacht habe, ich bin happier in der alten Wohnung, in der Altbauwohnung, wo irgendwie nicht der ganze Komfort hat. Gut, WLAN im Backofen, das... Ja, habe ich auch nie gebraucht. Das muss ich haben.
schenke ich mir zu Weihnachten. Ich weiss immer, für was braucht man nichts, oder? Nicht wirklich. Also es ist ja nicht so, dass... I don't get it. Ich auch nicht. So funktioniert Home Connect beim Backofen. Ah, geil. Saisonale Rezeptideen kannst du abrufen. Und dann kocht es das für dich. Ja. Aber du musst ja trotzdem alles rein tun. I don't get it. Da, Achtung, zum Beispiel das da. So übernimmt schon mal das Vorheizen. Also ist anscheinend... Oh, also ist das, einfach, das ist wie wenn du das Auto vorwärmen tust. Ja, eben. Das sind einfach die 5 Meter, die du vom Sofa müsstest zum Backofen laufen, um ihn aufheizen, das machst du dann per WLAN. Geil. Aber ich finde ja, auch dort, eben auch mein Auto, ich kann nicht mein Auto vorheizen. Und ich find, der Struggle braucht es ein bisschen. Heute ist mein Auto noch eingefroren gewesen und ich habe keinen Schieber gehabt. Oh, als Schaber. Wobei, aber das ist... Das nervt mich dann schon. Ja, eben, dann denkst du, ah, das ist Leben. Ja. Ja. Oder eingeschneit sein und all das Zeugs. Also meinst du schlussendlich... Aber nervst du dich jetzt, weil du ein bisschen älter bist, ab kleinere Sachen mehr als vorher? Ich glaube, ich nerv mich mehr ab Menschen. Ab Menschen? Ja. Yeah. Dort merke ich, wie so die Geduld ein bisschen abnimmt. Okay. Das heißt, wenn am Bahnhof Leute trotz diesen fucking Zeichen auf der Rolltreppe nicht verstehen, dass links gehen, rechts stehen ist. Dann nervst du dich? Dann bin ich so... Aber eben, kommt auch auf Tageslaune drauf an. 2 Stunden zu wenig Schlaf und bin gestresst. Und dann muss ich auch wieder zurückgehen und sagen, also eigentlich nerv ich mich ab mir. Ja. Sie sind jetzt einfach sinnbildlich dafür, dass ich, keine Ahnung, 5 Minuten Sport aus dem Haus bin, 1 Stunde Sport bin pennen. Das sind alles, das ist das Ergebnis davon. Natürlich sage ich mir das dann nicht in dem Moment, sondern in dem Moment sind dann oft alle Menschen dumm. Aber in der Realität bin eigentlich ich wieder das Problem. Ja. Weil, genauso wenn dann, keine Ahnung, ob der letzte Zug heim 1 Stunde Verspätung hat, aber mir geht's gut und ich habe einen guten Auftritt gehabt und so, dann stresst mich das null. Mhm. Dann ist mir das so scheißegal. Dann ist, also weißt du was, dann habe ich sogar noch ein Taxi genommen, weil das letzte Tram ist nicht mehr gefahren. Mhm. Das heisst, es hat mich sogar noch extra Geld gekostet. Also weißt du, so blöd. Und es ist mir alles dann in dem Moment egal. Es ist so, ach, dann halt. Ja, aber eben, da kommen wir zurück zu dem Punkt, dass du sagst, dass jetzt eigentlich in dem Moment, du willst nicht mehr jünger sein. Ja. Yeah. Also jetzt hast du schon das Gefühl, dass du in einer Situation bist, wo eben Grundempfinden positiv ist und das führt dazu, dass du gelassen absolut, bist. Absolut, ja. Yeah. Oder wie du sagst, yeah, yeah. Du regst dich ab dir selber auf, weil du einfach nicht zufrieden bist oder weil es dir nicht gut geht. Ja. Yeah. Und eben, das ist schon stärker als vor 10 Jahre bei dir, dass du jetzt einfach sagst, hey, ich vertrage eben auch 1 Stunde, weil ich einen geilen Gig hatte, Leute sind gekommen, ich bin happy, mir geht's gut. Ja. Yeah. Hundertprozentig. Das merke ich so fest. Ja, nach einem Kind wird sich das ändern. Ich habe ja keine eigenen. Das ist, glaube ich, Glück. Oder auch nicht. Nein, also nein, ich habe im Fall das Gefühl, dass ich... eigentlich bin ich schon happy, sehr happy. Yeah. Eigentlich geht es mir wirklich gut. Wirklich gut. Aber eben, motorisch und so ist alles ein bisschen schwächer. Aber es geht mir eigentlich gut. Und es geht mir auch gut im Sinn von, dass ich... das hast du vielleicht eben auch, wenn du jünger bist, dass... eben die Ziele, dass vielleicht etwas willst du bewegen und bla bla bla. Und nachher irgendwann mal einfach merkst, dass... Das ist eben auch das, was ich ein bisschen Angst habe bei meinen Kindern. Vor allem auch getrieben durch Social Media. Der Satz, du kannst alles erreichen im Leben, hat sehr viel weh da. Sehr viel Negatives, finde ich. Ja. Yeah. Wenn du dem Kind kannst sagen, du kannst alles erreichen. Lass dir von niemandem sagen, dass du nichts kannst. Du kannst alles erreichen. Ja. Yeah. Ich weiss nicht, ob das gut ist, weil... Du wirst nicht alles erreichen im Leben, wo du dir setzt.
Es können ja nicht alle alles erreichen, nein. Es geht ja nicht. Aber dort und die Enttäuschung, die nachher wirst du haben. Ja, aber jetzt kommt eben der Punkt. Ist das denn, weil die Leute dir das gesagt haben, oder eben ist es einfach, weil du das Gefühl gehabt hast? Also ich glaube im Fall, wenn deine Eltern dir jeden Tag sagen, du kannst alles erreichen, dass dich das wahrscheinlich schon beeinflusst. Du hast, wenn du nie ein Nein hörst, ich glaube schon, dass dich das beeinflussen kann. Ich weiß es nicht. Also, ich kann immer nur von mir selber reden. So, und ich habe jetzt nicht in meinem Umfeld gehabt, dass Menschen gesagt haben, du kannst alles erreichen, was du willst. Ich habe aber mich in meinem Kopf habe ich gesehen, ich werde der Star-Comedian und ich werde das Hallenstadion und die Jockeli-Halle. Und irgendwann mit ihm im St. Jakob Park. Wirklich? Geil. So. Ja gut, aber... Und jetzt kommt aber nur schnell Cut zu 11, seit ich es mache, sagen wir 15, 20, seit ich irgendwie von dem träume. Ein Jahr später. Und dann merkst du, die Ziele sind gar nicht die entscheidenden für meine Glücklichkeit und für meine Zufriedenheit. Sondern eben, was dann eigentlich passiert, ist ja, es ist nicht einmal eine Enttäuschung, sondern es ist mehr ein Shift in der Denkweise. Mhm. Mir ist jetzt auf einmal auch wichtig, dass ich ein erfülltes Leben nebst dem habe. Mhm. Und natürlich habe ich lieber ein volles Theater als ein halb leerer Club. Aber der Gig im halb leeren Club ist wegen dem nicht schlechter. Sondern das ist dann wieder nebeneinander abgespeichert. So, und ich denke nicht, wenn ich in einen 250er Raum gehe, shit, das ist kein Stadion. Weißt du, wie ich meine? Mhm. Und ich glaube, dass drum jetzt nur auf mich bezogen, ich glaube, dass die eigene Lebenserfahrung einem dann ja dort auch wieder einen klaren Wegweiser gibt. Weißt du, was ich meine? Ja, wir kommen wieder zum Punkt, oder am Ende vom Tag intrinsisch, was dich motiviert, kann dazu führen, wenn du selber nie zufrieden bist und das dein Ziel ist. Und dich eben, es braucht auch viel Charakter, dass du eben die Entwicklung dann durchmachst und sagst, hey, nein, es geht mir eigentlich gut. Mhm. Ich glaube aber trotzdem, dass es nicht gesund ist, wenn man das Gefühl hat, dass man alles erreichen kann. Und es gibt noch eine Komponente, die es wahrscheinlich schwieriger macht. Vor allem eben für die junge Generation ist eben das ganze Social Media, wo einfach dir immer das Bild gibt, dass du nicht genug bist. Ja. Yeah. Dass du als Durchschnitt einfach wertlos bist. Ich sage es jetzt einmal ein bisschen überspitzt. Mhm. Und ich würde das gerne meinen Kind vermitteln, dass du bist genug gut, du bist genug wertvoll, auch wenn du nicht auf einer Yacht bist und was auch immer. Ja. Und meine Eltern haben mir auch nie gesagt, du kannst alles erreichen. Im Gegenteil, mein Vater hat immer gesagt, oh mein Gott, aus dir wird, also nicht so extrem, aber mein Vater ist, du bist... Das war einer von seinen Sprüchen, dir sollten wir zwei Preise geben. Einen, weil du dumm bist und der andere, weil du ihn wahrscheinlich verlierst. So hat er mich motiviert. Aber eben, am Ende des Tages hat er alles für mich. Also weißt du, es ist auch vielleicht auch eine andere Generation gewesen, zum Gefühl zeigen und so. Aber ich glaube im Fall nicht, dass das... Ich sage nicht, das ist gut. Dass einfach deinen Kindern immer sagen, alles kannst du erreichen, ich weiß nicht, ob das gesund ist. Ich weiß es nicht. Nein, Am Ende vom Tag bin ich bei dir. Auch wieder da, Charakter und Eigenschaften und Genetik werden dazu führen, dass du vielleicht einfach sagst, hey, ich bin genug. Und persönliche Erfahrung. Genau, und dann kommst du oben runter und du fühlst dich wohl und du bist gemittet und alles stimmt dann wieder mit dir. Ich meine, ein Kind kann ja auch schon mit 3 merken, dass es nicht alles erreichen kann im Leben. Weil das Kind will mit 3
keine Ahnung, nackt vors Haus und irgendwie im Dreck spielen. Und das geht ja dann auch schon nicht. Weißt du, ja, was ich meine? Also, ich sage nicht, es ist gut, dass man sagt, man kann alles erreichen, oder? Ich verstand aber auch nicht, wie Leute sich dann zum Teil können darüber aufregen, dass jetzt, keine Ahnung, alle kriegen einen Preis, wenn man irgendwie eine Olympiade gemacht hat oder irgend so etwas, weißt du? Da musst du dann auch überlegen, warum ist das überhaupt so? Ist, weil Menschen haben ja das irgendwann dann sich ausgedacht, weil sie einmal irgendwie nicht mehr mitgemacht haben, sie haben einen Preis nicht gewonnen, es hat sich scheiße angefühlt. Also haben sie gefunden, hey, vielleicht gehen wir allen einen Preis. Also weißt du, wie ich meine? Ja, logisch. Ich sage nicht, es ist gut oder schlecht. Ich sage, wahrscheinlich macht es weniger aus, als wir uns einbilden. Das ist meine persönliche Meinung. Ja, wobei auf der anderen Seite siehst du auch so Teenager-Depressionen, die ansteigen. Vielleicht haben wir das, das ist, auch nicht so, so wahr. Social Media ist ganz, ganz heftig in dem Punkt. Vor allem klar. Bei Mädchen oder bei Frauen. Ja. Eben, die Frage wird es mehr festgestellt, es ist sicher höher geworden. Vielleicht wird es auch mehr wahrgenommen und festgestellt, aber ich glaube schon, dass du einfach, wenn dein Spiegelbild eben das ist, was auf Social Media läuft, dann schaust du dich selber im Spiegel und hast schon das Gefühl wahrscheinlich, dass du... Also ich sage, dass eben auch wieder zum Zurückkommen zum Punkt, ich bin ein geiler Sieg. Yeah. Hast du wahrscheinlich weniger als früher, wo einfach das Gefühl hast, du sechst. Aber vielleicht ist das auch wieder Einstellung und Charaktersache. Hey, ja, ich habe ja nicht wirklich das Gefühl gehabt, ich bin ein geiler Sieg. Ja. Ich habe mir eingebildet, dass ich... Du hast das eingebildet, eben. Genau. Ja, ich tue das auch nicht, wie soll ich sagen, also es ist nicht so, dass also eben jede Generation hat ihre Schwierigkeiten, zum sich eben auch weiterentwickeln. Ja. Yeah. Und ich glaube nicht, dass es richtige Trends und falsche Trends gibt, sondern es gibt einfach Bewegungen, die entstehen. Yeah. Und die Bewegung jetzt ist, du kannst alles erreichen und vielleicht die nächste Bewegung geht dann in die andere Richtung. Am Ende vom Tag eben wird jede einzelne Person sich so können weiterentwickeln, wie es dann am Schluss ist. Und vielleicht stimmt das schon, dass das vielleicht marginal dazu beigetragen hat. Und vielleicht ist es auch so, dass du irgendwie etwas aufschnappst und sagst, ich versuche etwas anderes, das zu kritisieren. Mhm. Aber ich habe schon das Gefühl, dass Teenager schon nach etwas Höherem streben. Ich meine, das ganze YouTuber wollen sie und berühmt wollen sie. Und aber das war ja früher noch nicht anders gesehen. Du hast jetzt einfach mehr Möglichkeiten dazu. Ja gut, aber früher, eben dein Bild war Hallenstadion, aber du hast dir jetzt auch nicht irgendwie eine Vision gehabt, dass du der einflussreichste Comedian aller Zeiten wärst. Also weißt, die globale Ausrichtung oder das Gefühl, dass du jetzt global kannst Erfolg haben, das hast du wahrscheinlich früher schon nicht gehabt. Also der Harald Schmidt hat immer gesagt, er hat irgendwann ein Plakat von sich gesehen, oder nicht ein Plakat, sondern eine Leuchtreklame am Piccadilly Circus. Er hat immer gedacht, er wird irgendwann dort sein. Wobei er nicht so gut Englisch hat. Also. Nein, eben. Und dann sagt er, schlussendlich ist es nicht Piccadilly Circus geworden, aber eine Form davon. Eine Form davon, ja. Also weißt du, klar, wahrscheinlich habe ich mal gedacht, ich werde, weißt du auch nicht, naja, Wetten, das moderieren. Mhm. Das ist vielleicht äquivalent gesehen. Ja. Keine Ahnung. Also irgendwie... Ich romantisiere so Sachen immer. Ja, nein. Ist ein faires Argument. Ja. Aber ich finde extrem lustig, und es klingt jetzt blöd als Übergang, aber es ist wirklich so, ich finde extrem lustig, wie du über alle die Themen in deinem letzten Programm nachdenkst und was du daraus gemacht hast. Und ich zitiere so oft Zeugs von dir. Ohne Scheiß. Natürlich. Ich find nichts lustiger als... Ich habe es von niemandem weltweit besser auf den Punkt gekriegt, gesehen, wie der Punkt, dass man jetzt eben mit Kindern muss reden und sie muss auch nach ihrer Meinung fragen. Und du machst sie dann mit der Ferien, oder? Wo willst du in die Ferien? Ich finde es nach wie vor etwas vom Lustigsten. Thanks? Ja. Yeah. Oh, danke schön. Yes, auf jeden Fall. Also darum, wir haben jetzt ein bisschen ernster darüber geredet, aber
Gedanken, die du dazu machst. Sorry, dass es ein bisschen ernst ist. Nein, sicher nicht. Überhaupt nicht als Vorwurf oder so, im Gegenteil. Für das gibt es ja so also einen Podcast und für das andere gibt es ja dann eben auch ein gutes Comedy-Programm. Mhm. Finde ich immer. Oder? Und wir haben viel zu lang gemacht. Oh. Also. Überzogen? Nein, alles gut. Aber du hast gefragt, wie lange geht es? Und wir haben jetzt über eineinhalb Stunden haben wir am Start. Ups. Hast du noch einen Termin? Musst du noch nehmen an? Ich muss arbeiten. Also. Das ist jetzt über den Mittag gedreht worden, in meiner Mittagszeit, für euch alle wohlgemerkt. Nein, es ist ja so, es ist Mittag. Yeah. Und es ist mir mega kurz vorgekommen. Mir auch. Ich hätte stundenlang noch mit dir chatten können. Same. Und ich habe es sehr geschätzt. Schau mal, ich habe nicht mal meinen Kaffee... Ja, ich habe viel getrunken. Eineinhalb Stunden und ich habe nicht mal meinen Kaffee fertig getrunken. Das ist ein gutes Zeichen. Und ich freue mich, wenn wir irgendwann wieder mal die Möglichkeit haben. Das hat wirklich... ich habe mich sehr wohl gefühlt. Same. Wirklich. Thanks. Weiterhin alles Liebe. Viel Erfolg. Und wie ich das schon gesagt habe... Übrigens, ich gebe dir auch noch Props. Habe ich dir noch nicht sagen. Was? Hure geiles Programm. Danke. Das ist wirklich... Das ist mir eingefahren. Die ersten 20 Minuten... Geil. Killer. Also, yeah. Das ganze Programm, aber wie gestartet bist, ja, ich habe es jetzt voll drin gewesen. Ich habe es jetzt noch ein bisschen gekürzt. Bin nicht mehr rausgekommen. Jetzt sind es noch die ersten 20 und dann verabschiede ich mich. Nein. Es war das ganze Programm recht danke. Geil gewesen, aber der danke Start, ja. Bombenlegende. Der boah, ich bin nur dort geguckt und gefunden, boah, Joel. Boah, wirklich. Du hast sie alle gehabt. Ich bin überzeugt, du hast sie alle gehabt. Also mich hast du gehabt, aber ich glaube, du hast alle gehabt. Das freut mich. Ja. Vielen, vielen Dank. Ja. Und eben, wie gesagt, das Gleiche kann ich nur zurückgeben. Thanks. Und das war's. Danke Christoph. Danke Javi. Merci. All the best, viel Erfolg. Bis bald. Peace. Tschüss.